Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie Sie RediNAS OS aus einer virtuellen VMware-Maschine installieren. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID 50 wiederherstellen, das auf dieser virtuellen RediNAS OS-Maschine eingerichtet wurde. RediNAS OS ist das NAS-Betriebssystem von NIENGER, das eine breite Palette von Funktionen für die Datenverwaltung und den Datenschutz bietet. Die Installation von RediNAS OS auf einer virtuellen Maschine ermöglicht die Verwendung dieses Betriebssystems auf jedem Computer, auf dem ein virtueller Manager installiert ist. Das ist sehr praktisch zum Testen, Debuggen und Vertrauen machen mit diesem Betriebssystem. Außerdem kann eine virtuelle Maschine mit RediNAS als Backup verwendet werden, um wichtige Daten zu speichern, die im Falle eines Ausfalls eines physischen RediNAS-Geräts einfach wiederhergestellt werden können. In diesem Video zeige ich im Detail, wie man dieses Betriebssystem in eine virtuelle Maschine installiert und wie man es konfiguriert, damit es richtig funktioniert. Schließlich zeige ich, wie man Daten aus dem RAID dieser virtuellen Maschine wiederherstellt, wobei ich RAID 50 als Beispiel verwende. Um mit der Installation zu beginnen, müssen Sie das Image der virtuellen Festplatte mit RediNAS OS herunterladen. Ich werde den Link in der Beschreibung unter dem Video angeben. Als nächstes starten Sie VMware und erstellen eine neue virtuelle Maschine, Datei, neue virtuelle Maschine. Klicken Sie auf Next, Install Operating System, Later Next. Im Fenster zur Auswahl des Betriebssystems wählen Sie eine Linux 64-Bit-Distribution Ihrer Wahl aus Weiter. Legen Sie den Namen der virtuellen Maschine fest und geben Sie den Ordner an, in dem sie sich befindet. Weiter und Weiter. Die Anzahl der Prozessoren können Sie unverwendet lassen und die Größe des Arbeitsspeichers auf mindestens 512 MB festlegen. In den Netzwerkeinstellungen wählen Sie den Bridget-Modus Weiter. Als nächstes müssen Sie ein Image des zuvor heruntergeladenen Laufwerks hinzufügen. Hier müssen Sie den Typ SATA US Existing Disk, vorhandenes Laufwerk verwendet und den Pfad zur RediNAS Image. Öffnen, Weiter und vorhandenes Format speichern auswählen. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Fertigstellen. Im nächsten Schritt fügen Sie einige Festplatten hinzu, starten Sie Installation und beginnen Sie. Öffnen Sie die Einstellungen der virtuellen Maschine, klicken Sie hier unten auf Hinzufügen, Festplatte, SATA, neue virtuelle Festplatte erstellen. Oder wenn Sie physische Festplatten hinzufügen möchten, wählen Sie diese Optionen unten. Geben Sie die Kapazität des Laufwerks an, speichern Sie als einzelne Datei, Weiter. Ändern Sie bei Bedarf den Ordner und klicken Sie auf Fertigstellen. Fügen Sie auf die gleiche Weise die gewünschte Anzahl von Laufwerken hinzu. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche zum Starten der virtuellen Maschine. Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie zur Bestätigung auf Ja. Dadurch wird die Installation des RediNAS-Betriebssystems gestartet. Zu diesem Zeitpunkt können Sie das Gerät in der RAID-Nach-Anwendung sehen, da Sie den Status der Installation sehen können. Wenn die Installation erfolgreich war, sehen Sie die Version des Betriebssystems und den Gerätenamen. Um die Netzwerkadresse des Speichers herauszufinden, öffnen Sie das Programm Raider. Wie Sie sehen können, hat sich sein Status geändert. Öffnen Sie einen beliebigen Browser und geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adressleiste ein. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche Setup in der Raider-Anwendung.
Das Gerät verwendet ein ungesichtetes Protokoll, daher wird möglicherweise diese Warnung angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um sich anzumelden. Geben Sie anschließend die Standard-Anmeldendaten, Admin und das Passwort ein. Dann erhalten Sie Zugang zum Bedienfeld des Geräts und sehen den Willkommen-Bildschirm. Klicken Sie hier auf Weiter, wählen Sie die Zeitzone aus. Legen Sie ein neues Administrator-Passwort fest und klicken Sie auf Weiter und Übernehmen, um den Einrichtungsprozess zu starten. Sie müssen die neuen Administrator-Anmeldendaten eingeben, um auf den Speicher zuzugreifen. Damit ist die Installation und Konfiguration von Radio NAS OS abgeschlossen. Bei der Ersteinrichtung erstellt das System automatisch ein RAID. Wenn Sie den RAID-Typ ändern möchten, müssen Sie ihn entfernen und neu erstellen. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Datenträger und klicken Sie auf das SunRAID-Symbol. Wählen Sie hier Löschen. In dem Fenster hat sich öffnen, schreiben Sie Destroy und klicken Sie auf die Schaltfläche. Durch das Löschen werden alle Daten, die auf den Laufwerken gespeichert sind, ausgelöscht. Nun können Sie ein neues Array erstellen. Markieren Sie die Festplatten und klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Volumen. Benennen Sie es und wählen Sie einen RAID-Typ. Dann klicken Sie auf Weiter und Erstellen. Dadurch wird der Prozess der Erstellung und Neusynchronisierung der Festplatten gestartet. Danach können Sie die Daten auf eine Netzwerkfreigabe übertragen. Ich werde eine neue Netzwerkeinfrage erstellen. Navigieren Sie dann im Explorer zur Netzwerkumgebung und öffnen Sie das Repositorium. Wenn Sie versehentlich Daten von einer Virtualmaschine mit Radio NAS OS gelöscht haben oder den Zugriff auf die Maschine verloren haben, wird es nicht als Folge der RAID Array abgestürzt starten. Sie die Informationen aus im Hetman RAID Recovery kann Ihnen helfen. Die Software unterstützt alle gängigen RAID-Typen und die meisten Dateisysteme. Sie unterstützt auch die Datenwiederherstellung von virtuellen Maschinen. Sie kann eine RAID automatisch wiederherstellen, unabhängig davon, wie es aufgebaut wurde, ob es von einem NAS, einem Controller oder einem Software-RAID stammt. Laden Sie Hetman RAID Recovery herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer. Wenn es sich um eine physische Festplatte handelt, wird sie automatisch gescannt und das RAID erstellt. Wenn es sich um virtuelle Festplatte handelt, müssen Sie sie zunächst in Hetman einbinden. Öffnen Sie Dienste, Datenträger, Mountain, wählen Sie den Image-Typ und klicken Sie auf Weisen. Geben Sie dann den Pfand an, in dem die virtuelle Maschine gespeichert ist, das heißt die virtuellen Laufwerke, aus denen Ihr RAID erstellt wurde. Markieren Sie den Ordner und klicken Sie auf OK. Hier können Sie nicht benötigte Laufwerke abwählen. Weiter. Wie bei den physischen Laufwerken scannt die Software auch die virtuellen Laufwerke und erstellt daraus ein RAID. Hier können Sie detaillierte Informationen über den Array einsehen. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition Öffnen. Im nächsten Vers wählen Sie den Scan-Modus aus. Es wird empfohlen, zunächst einen Schnellscan durchzuführen. Dieser Vorgang nimmt weniger Zeit in Anspruch und hilft bei der Wiederherstellung von Daten in den meisten komplizierten Situationen. Wenn die Software die Daten nicht finden kann, führen Sie eine vollständige Analyse durch.
Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Neue analysieren. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie vollständige Analyse, geben das Dateisystem des Laufwerks an und klicken auf Weiter. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem Ihre Dateien gespeichert waren. Wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Als nächstes müssen Sie den Speicherort, das Laufwerk und den Ordner angeben und dann auf Wiederherstellen klicken. Nun ist der Vorgang abgeschlossen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, finden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Der Einfachheit halber ist hier die Suchfunktion nach Dateiname implementiert. Das Dienstprogramm ermöglicht es Ihnen auch, eine vollständige Kopie eines Laufwerks in einer Datei zu speichern und dann mit diesem Abbild anstelle des eigentlichen Laufwerks zu arbeiten. Diese Funktion trägt dazu bei, die Daten auf dem Laufwerk vor Überschreibung, Anfall oder anderen Benutzerfehlern zu schützen. Es ist zu beachten, dass die Wiederherstellung von Daten aus einem Array einige Zeit in Anspruch nehmen kann, insbesondere wenn der Array beschädigt wurde. Es gibt auch keine hundertprozentige Garantie, dass alle Daten wiederhergestellt werden können. Die Verwendung von Hetman RAID Recovery kann jedoch Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Datenwiederherstellung deutlich erhöhen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erstellung einer virtuellen Maschine mit RAID-NAS OS und die Datenwiederherstellung von RAID-NAS in verschiedenen Situationen im Zusammenhang mit Datenverlusten, Hardwarefehlern oder der Notwendigkeit, dieses Betriebssystem zu testen und vollständig zu betreiben, notwendig sein kann. Was auch immer der Grund ist, es ist wichtig zu wissen, wie man eine Datenwiederherstellung mit speziellen Tools wie Hetman RAID Recovery durchführt. Wir hoffen, dass dieses Video für Sie nützlich war und Ihnen bei der Installation von RAID-NAS OS in einer virtuellen Maschine und der Wiederherstellung verlorener Daten helfen wird. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.